einen Anhaul von mir. Ich habe nämlich wieder ganz viel aussortiert. Und zwar wirklich viel. Die stapelt sich bis zu meiner Hüfte hier, die Bücher. Ich muss mal gucken, dass der Stapel hält. Manche davon könnt ihr so geschenkt haben, weil ich die selber als Rezensionsexemplare zum Beispiel bekommen habe. Und manche davon möchte ich für einen kleinen Betrag weggeben. Also da müsstet ihr mir dann eine kleine Summe zahlen. Die sind aber alle sehr günstig, weil ich sie schon gelesen habe. Und ich zeige euch dann, was für Mängel sie haben, falls sie welche haben. Und blende euch hier die Summe ein. Und die stehen auch alle nochmal in der Infobox. Da könnt ihr nochmal nachgucken, was war jetzt die genaue Summe nochmal. Und die Summe, die ich angebe, ist immer ohne Versand. Buchversand kommt noch oben drauf, weil ihr könnt euch selber aussuchen, welche Art von Versand ihr wollt. Wenn ihr mehrere nehmt, können wir natürlich darüber sprechen, was dann günstiger wird. Dann können wir ein bisschen Rabatt machen. Das machen ja viele. Ich bin nicht so gut im Rechnen. Mal gucken. Das können wir dann aber gerne verhandeln. Und ja, welchen Versand ihr wählt, kommt halt darauf an, ob ihr mehrere Bücher nehmt und welche Versandart euch am liebsten ist. Ne? Bücherversand dauert immer und manchmal werden die nicht so gut behandelt. Dafür ist es am günstigsten und wenn man nur ein Buch nimmt, dann lohnt sich das eher. Das müsst ihr euch überlegen. Also ich verlinke euch die Seite, wo man das mit dem Versand gucken kann, auch nochmal in der Infobox. Guckt da gerne nach, wie das mit den Versandoptionen ist und was euch davon zusagt. Und dann machen wir das so. Die Regel ist, wer zuerst eine E-Mail schreibt, der bekommt das Ganze. Und wenn ich dann das Geld nicht bekomme oder jemand abspringt, dann bekommt es die zweite Person, die sich angemeldet hat. Ich sage dann erstmal reserviert bis. Und wenn ich das Geld bekommen habe und das Ganze abgeschickt habe, dann ist das Ganze durch. Und ich habe das aber öfter, beim letzten Mal zum Beispiel, haben drei Leute dann nach einer Woche gesagt, nee, geht doch nicht geldmäßig oder so, oder ich habe es mir anders überlegt. Und dann hat jemand anders das Buch bekommen, der sich als zweites angemeldet hatte sozusagen. Wir machen das über E-Mail, denn das ist am einfachsten. Also wenn ihr eins dieser Bücher haben wollt, schreibt mir eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ihr in der Infobox findet. Das ist ganz einfach und muss auch keine große E-Mail sein, nur einfach, welche Bücher wollt ihr haben und welchen Versand hättet ihr gerne. Und dann können wir alles weitere bereden. Ich hoffe, dass von diesen Büchern zahlreich welche an euch rausgehen. Ich hoffe, ihr nehmt viele davon, denn ich habe keinen Platz, sie zu lagern. Das ist das Problem. Ansonsten habe ich kein Problem damit, Bücher, die ich nicht nochmal lese, auch hier zu behalten. Aber ich habe nur eine Regalreihe für meine aussortierten Bücher und die ist mehr als voll. Also hoffe ich sehr, 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 dass für euch was dabei ist. Schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ja. Und ja, ihr könnt das Video natürlich auch gerne teilen. Ich würde mich freuen. Hier geht es nicht um großen Erlös. Ich werde nicht reich durch die Aktion, weil es sehr kleine Beträge sind und viele Bücher auch Rezi-Exemplare sind. Mir geht es wirklich um den Platz in meinem Bücherregal. Genau, und natürlich um einen glücklichen neuen Besitzer. Das ist ja auch immer wichtig. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das Ganze dauert. Ich werde immer nur ganz kurz was zu den Büchern sagen, wenn ich was dazu weiß. Ihr könnt sonst ansonsten gerne noch mal selber googeln. Ja, weil ich habe nicht die Zeit, um zu jedem Buch einen Roman zu erzählen. So, angefangen mit diesem Buch, das ich auf der Buchmesse gekauft habe. Und zwar das Runenamulett von Anja S. Kroak. Hier geht es um ein Mädchen, das mit ihrem Vater ja, in den Wald zieht. Also die ziehen, ich weiß gar nicht, ist das Schwarzwald? Rabenstein auf jeden Fall, nach Rabenstein. Und die renovieren dann ein Haus um dort zu leben. Und sie findet dann ein seltsames Amulett, das Runenamulett, und merkt nicht, was dieses Amulett mit ihr anstellt. Sie sieht nämlich plötzlich denjenigen, der das Amulett gefertigt hat, und er hat es aus einem bestimmten, sehr bösartigen Grund gefertigt. Und sie gerät dann eben in diesen Strudel des Amuletts und in Gefahr und muss dann eben ja, damit zurechtkommen. Und es wird dann relativ bedrohlich und ja, ist ein Buch, was viel im Wald spielt, viel Waldatmosphäre hat, sehr duster ist, sehr kurzweilig. Also, falls euch das interessiert, Runenamulett habe ich abzugeben. Also wenn ich mich so ranhalte, geht's eigentlich. Aber ich will natürlich nicht zu schnell reden. Also falls ich zu schnell bin, tut's mir leid. Ich habe nur so viele Bücher. Dann ein Buch, was ich selber als Mängelexemplar bekommen habe. Da ist hier der Preis noch drauf, aber ich will natürlich noch ein bisschen weniger, weil ich es schon gelesen habe. Und zwar Der letzte Film des Abraham Tenenbaum von Christoph Marzi. Das ist eine Liebesgeschichte. Und zwar geht es hier um einen Jungen, der eines Tages auf seinem Roller durch die Stadt fährt. Ich glaube, es ist New York. Ja, New York. Und dann springt ein Mädchen auf und befiehlt ihm, den Wagen vor ihm zu verfolgen. Und das macht er dann auch, instinktiv sozusagen. Und ja, mit diesem Mädchen passiert dann noch einiges, denn sie hat eine interessante Geschichte zu erzählen von jemandem, der in dem Programmkino ihres Großvaters eingebrochen ist. Und sie will jetzt wissen, was dahinter steckt. Und da steckt viel mehr dahinter, als die beiden je gedacht hätten. Es ist also so ein bisschen Rätsel. Es geht um einen alten Film, um die Vergangenheit. Es ist eine Liebesgeschichte. Es spielt in New York. Es ist so eine locker leichte Jugendgeschichte, würde ich sagen. Also falls euch das interessiert. Ich habe 8 Euro gezahlt und deswegen würde ich auch nicht sehr viel dafür verlangen. Ich habe es einmal gelesen, sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. Es hat hier
Könnt ihr das sehen so am Rand, ne? So Eindellung. Es hat unten den Menge-Exemplarstempel und vorne die Sticker. Die werde ich aber dann noch abmachen. Also die gehen auch ganz einfach ab eigentlich. Ich habe es nur vergessen vor diesem Video. Ich bin so toll vorbereitet, das glaubt ihr gar nicht. Ja, also falls ihr das haben wollt, dann schreibt mir gerne. Dann habe ich ebenfalls ein Mängelexemplar von einer recht bekannten Autorin. Und zwar Schau mir in die Augen, Audrey, von Sophie Kinsella. Hier geht es um Audrey, die eine Panikstörung hat und deswegen zu Hause bleibt. Sie geht jetzt nicht mehr zur Schule und sie trägt immer eine Sonnenbrille. Sie hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Sozialem um sie herum, mit Menschen und ihre Familie. Mit der kommt sie super gut aus, aber ansonsten ist es schwierig. Und dann kommt eines Tages der Nachbarsjunge rüber, was ganz schön schwierig für sie ist als Situation schon. Und gleichzeitig macht sie ja eine Therapie nebenbei, damit es ihr besser geht. Und darin wird ihr vorgeschlagen, doch einen Videofilm über, also eine Art Videodokumentation über ihre Familie zu drehen, damit sie diese Linse nutzen kann quasi, um sich langsam wieder ranzutasten. Und ja, es geht also um Audrey, es ist eine Liebesgeschichte ein bisschen, es ist ein bisschen eine Geschichte ihrer Wandlung und ja, ein Jugendbuch, locker leicht, relativ kurz und ein Mängelexemplar. Da ist aber überhaupt nichts dran, außer hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das sind so ganz schwache Eindrückungen, die aber nicht durchgehen bis hier. Also die sind nur ganz auf der Rückseite und es gibt natürlich auch den Mängelexemplarstempel. Entsprechend Mängelexemplar. Ja, falls ihr das haben wollt, dann schreibt mir. Vorne ist übrigens noch dieser Spiegel-Dings drauf. Den kriegt man aber nicht so gut ab, glaube ich. Das werde ich lieber nicht versuchen. Falls ihr das Ganze haben wollt, könnt ihr es ja mal versuchen. Ich glaube, da gibt es gewisse Tricks, aber ja. Dann ein Buch, was ich ebenfalls auf der Buchmesse gekauft habe, jetzt dieses Jahr. Und zwar Tanz, meine Seele, Tanz von... Nee, nur Tanz, meine Seele. Tanz, meine Seele von Kira Minetto. Ein Roman, wo es ums Tanzen geht, falls ihr es noch nicht erraten habt. Und um eine junge Studentin, die ja, das Studium abbricht und in einer Kneipe arbeitet, um sich Geld zu verdienen. Denn sie möchte Profitänzerin werden. Und das ist eine Karriere, die sehr, sehr hart ist. Und ja, mehr will ich darüber gar nicht erzählen, weil es geht wirklich einfach nur um sie und um ihren Traum und darum, wie und ob sie ihren Traum leben kann. Und all die Steine, die ihr dabei in den Weg gelegt werden. Das Tanzthema ist hier sehr gut aufgenommen. Es ist auch eine Liebesgeschichte, gerade gegen Ende. Aber eigentlich ist das Tanzen im Fokus. Also, falls euch das interessiert, dann schreibt mir gerne. Da ist nichts dran. Das ist kein Mängelexemplar. Ich habe 13 Euro gezahlt damals. Und ja, es ist ein ganz normales Klappbroschürenbuch. Sieht aus wie neu, hat auch keine Leserillen. Ich sage euch immer, wenn die Leserillen haben oder Macken, in dem Fall ist es wie neu. Genau, dann noch ein Buch, was ich nicht gelesen habe, ebenfalls ein Mängelexemplar. Ich sortiere ja momentan alle Bücher des Autors aus und habe mich jetzt entschieden, dann muss das hier auch gehen. Und zwar, Du findest mich am Ende der Welt von Nicolas Barreau. Das ist ein Mängelexemplar, hat unten den Mängelexemplar-Stempel. Hier hinten hat es nichts drauf. Nee, ich gucke gerade mal. Sonst nichts. Es hat nur den Stempel eigentlich und hat sonst gar nichts. Auch keine Leserillen, weil es ungelesen ist. Und hier geht es um einen Galeristen, der einen Liebesbrief in der Post findet. Und er hat keine Ahnung, von wem der Liebesbrief geschrieben wird und versucht jetzt, sie zu finden. Also es ist quasi ja, eine Liebesgeschichte mit so einer Quer durchs Land Reise, wenn ich das richtig verstanden habe. Das habe ich nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie akkurat meine Beschreibung gerade war. Es ist ein Nicolas Barreau. Ihr könnt euch sicher denken, was das bedeutet. Für alle, die seine Bücher kennen, die wissen, ja, was auf sie zukommt. Eine Liebesgeschichte, französisches Flair. Ja. Genau. Dann haben wir noch ein Buch, was ich ebenfalls nicht gelesen habe. Das habe ich geschenkt bekommen. Es tut mir so, so leid für denjenigen, der es mir geschenkt hat. Aber ich habe reingelesen. Ich fand den Schreibstil furchtbar. Und werde es jetzt wieder aussortieren. Und zwar Schmetterlingswochen von Sarah Combs. Und ich kann euch nicht mehr sagen, worum es hier geht. Ach so, doch. Ein Sommercamp. Es geht hier um jemanden im Sommercamp. Ja. Genau, also es geht um Sommercamp, aber ich mochte den Schreibstil nicht und habe deswegen nur die ersten 20 Seiten oder so gelesen. Sortiere es jetzt wieder aus, aber vielleicht ist das für euch, falls ihr locker leichte, sommerliche Jugendbücher mögt. Denn hier geht es ja um eine 17-Jährige im Sommercamp. Ich glaube, es ist auch eine Liebesgeschichte ein bisschen. Mit anonymen Briefen, Schnitzeljagden, ne, so sommerlichem Flair. Und ja, da ist auch nichts dran, das ist neu. Ich habe es nicht gelesen, also falls euch das interessiert, dann schreibt mir. Irgendwie ist das ein Satz, den ich auch ständig wiederhole. Ich muss es echt dran arbeiten mit den Wiederholungen. Dann noch ein Buch, wo ich so, so lange überlegt habe. Und ich sortiere es jetzt aus,
weil wenn ich es nochmal lesen werde, dann kaufe ich mir direkt beide Teile zusammen. Aber ich glaube nicht, dass ich es jemals lesen werde, weil ich so viel anderes auf dem Sub habe. Aber das war wirklich eine harte Entscheidung. Aber ja, ich habe mich dafür entschieden und hoffe jetzt auch, dass es jemanden gibt, der es dafür umso mehr haben möchte. Und zwar Die Winterprinzessin von Kai Meier. Wunderschönes Buch, wirklich wunderschön. Das hier ist der zweite Teil zu der, ich weiß nicht, wie die heißt, die Dilogie. Ist allerdings nur ein loser zweiter Teil. Man wird, glaube ich, ein bisschen gespoilert zum ersten Teil. Kann das aber als Einzelband lesen, komplett. Also falls euch die Geschichte interessiert, ihr aber keinen zweiten Teil, also kein anderes Buch davor lesen wollt, dann könnt ihr das auch als Einzelband lesen. Es geht hier um Schiller und Goethe. Nein, es geht nur um wer. Ich glaube, Schiller ist im ersten Teil. Und Goethe in diesem hier. Ich weiß nicht, einer von beiden kommt vor, aber eigentlich geht es um die Brüder Grimm. Und darum, dass sie, ich habe keine Ahnung, die kommen an irgendeinen Hof und müssen dann irgendein Rätsel lösen, so ungefähr. Also ich kann es euch nicht mehr sagen, ich habe es damals gekauft, weil ich es super spannend finde, diese Geschichten, die so historisch sind und gleichzeitig sehr fantasievoll. Und Kai Meier ist ja so ein Fantasy-Autor, der sich hier an historische Thematiken wendet mit Magie. Und ja, so ein bisschen Geisterthematik, glaube ich. Und also im ersten Teil geht es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr um Geister. Hier geht es auf jeden Fall um die Winterprinzessin und ja, einen Kult und ein Rätsel und die Brüder Grimm mittendrin, die dieses Rätsel dann lösen müssen. Ich fand, es klang super gut, aber ich glaube, ich werde es nicht so bald lesen. Deshalb, falls euch das interessiert, sagt mir Bescheid. Das ist auch ein Mengenexemplar. Das ist unten ganz leicht erkennbar, der Stempel. Das hat aber keine Eindrücke oder so. Das ist wirklich nur unten der Stempel und sonst nichts. Ungelesen, also in sehr gutem Zustand. Falls ihr das haben wollt, dann schreibt mir. War jetzt eine sehr wirre Zusammenfassung. Da müsst ihr vielleicht selber nochmal gucken, worum es da geht. Also. Die Gebrüder Grimm habe ich mir nur gemerkt und Kai Meier. Und für mich waren das die einzigen beiden wirklich ausschlaggebenden Punkte. Falls ihr jetzt mehr wissen wollt, bin ich nicht so die gute Quelle, weil ich es nicht gelesen habe. Dann googelt es einfach. Genau. Dann ein Buch, was ich gelesen habe. Und zwar Dreh dich nicht um von Jennifer L. Armentrout. Das hier habe ich geschenkt bekommen, deswegen würde ich es auch nicht verkaufen, sondern verschenken. Alle sagen immer, wie dumm das von mir ist, dass ich Bücher, die ich selber geschenkt bekomme, verschenke. Aber ich komme mir einfach, würde mir sonst vorkommen, als würde ich aus Dingen, die ich geschenkt bekomme, Profit machen. Und ich fände es irgendwie nicht fair. Also ich weiß nicht, ob ich da. Vielleicht blende ich hier noch einen Preis ein, falls ich mir anders überlege. Ich muss da noch mit ein paar Leuten reden. Aber ich weiß nicht, das habe ich zu Weihnachten bekommen und ich habe irgendwie einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt Geld dafür nehme. Also weil. Weiß ich nicht. Ich finde Geschenke weiterverkaufen irgendwie doof. Ich schenke die dann lieber weiter und mir geht es hier nicht darum, reich zu werden. Ich will nur den Platz haben im Regal, weil mir dieses Buch nur sehr mittelmäßig gefallen hat und ich weiß, ich werde es nie wieder lesen. Es ist aber ein Jugendthriller und als Jugendthriller ist es sehr, sehr gut. Das muss ich sagen. Falls euch dieses Genre interessiert, dann kann das was für euch sein. Es geht hier nämlich um ein Mädchen, das verschwindet und ich glaube 2 Wochen später? Nee, 4 Tage. 4 Tage später taucht sie wieder auf. Sie hat aber ihr komplettes Gedächtnis verloren. Sie erinnert sich an nichts mehr. Und keiner weiß, wo sie gewesen ist. Sie wird natürlich befragt, aber sie kann sich an nichts erinnern. Und sie kann sich auch nicht wirklich an ihr Leben davor erinnern. Und jetzt muss sie natürlich zurück zu ihrer Familie und in diesem Haus leben mit den ganzen Freunden und auch mit ihrem festen Freund. Und sie erinnert sich an nichts mehr davon und hat jetzt echte Schwierigkeiten zurückzukommen und will gleichzeitig natürlich wissen, was ist mit ihr passiert? Was ist in diesen 4 Tagen passiert? Warum taucht sie auf einer einsamen Landstraße auf? Total zerrupft, total am Ende. Und warum weiß sie nichts mehr? Und darum geht's quasi. Das ist so ein bisschen Mystery. Und ja, Jugendbuch, Jugendfüller. Falls euch dieses Genre interessiert und falls ihr Jennifer L. Armentrout mögt, wobei ich das nicht beurteilen kann, weil das Einzige ist, was ich von ihr gelesen habe. Aber es ist ein Jugendfüller von Heine Fliegt. Und da ist nichts dran. Wie neu, wie ungelesen. Auch keine Leserille oder sowas. Also, falls euch das interessiert, dann sagt mir Bescheid. Genau. Dann haben wir einen Klopper, das ist ebenfalls ein Mängelexemplar. Ja, ich komme hier mit den Mängelexemplaren um die Ecke, aber die meisten von euch stört das, glaube ich, nicht. Und ja, bei mir kriegt ihr sie wirklich günstig. ja, den habe ich auch schon gelesen. Da ist auch eine Leserille drin, allerdings nur eine ganz kleine. Falls euch das stört, ja, tut mir leid. Ich habe es schon gelesen. Es ist ein ziemlich fetter Klopper. Ich glaube, ganz ohne Leserillen geht es nicht. Und zwar Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness. Dieses Buch ist der erste von 3 Teilen von der Seelen der Nacht.
Trilogie. Ich glaube, die heißt nicht so. Ich glaube, die heißt Matthew und Diana Trilogie. Das würde mehr Sinn machen. Und diese Trilogie ist momentan als Serie verfilmt worden. Also es gibt jetzt auch eine Serie zu dieser Trilogie. Momentan noch auf Englisch. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch gerne mal den Trailer dazu angucken. Den fand ich super gut. Ich gucke mir vielleicht auch die Serie an, weil ich fand, das war kein schlechtes Buch. Aber ich werde diese Reihe nicht fortsetzen, weil es nicht genau meins ist. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Buch, weil es so fantastisch geschrieben ist und weil es, ja, mit vielen guten Ideen spielt. Es geht nämlich um eine Hexe, die aber keine Hexe sein will und so tut, als wäre sie keine und ein normales Leben lebt, als Professorin an einer Uni. Und sie forscht sehr viel und sie kennt sich auch sehr aus. Und eines Tages trifft sie auf einen Vampir, der in ihre Bibliothek kommt. Und er ist nur einer von vielen Wesen, die plötzlich dorthin kommen. Denn sie hat ein uraltes Buch gefunden, wo alle nachsuchen, was sie nicht wusste. Und sie weiß auch nicht, was es damit auf sich hat, aber sie wird nicht länger verstecken können, was sie ist. Genau, also es geht hier um Hexen, um Vampire. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist sehr abenteuerlich, sehr kreativ. Und es geht sehr, sehr viel um Wissenschaft und um viel um Genetik, viel um die Wissenschaft der Wesen in diesem Buch. Also das hier ist quasi eine sehr, sehr erwachsene und sehr wissenschaftliche, ja, Bezugnahme zum Thema. Allerdings ist es gleichzeitig natürlich sehr fiktiv und sehr spannend. Es hat so sehr viele verschiedene Elemente. Falls euch das interessiert, dann schreibt mir gerne. Das ist der erste Teil. Der hat unten einen Mengenexemplarstempel. Er hat eine Leserille. Hinten drauf so ein paar Ratscher. Ich weiß aber nicht, ob ihr das. Ja, kann man sehen, ne? So ein paar Ratscher. Und hier hinten drin, das finde ich ganz seltsam, ist eine Seite. Warte mal, ich guck mal gerade, wie ich euch das zeigen kann. Eine Seite ist ein bisschen hier, seht ihr das? Ist ein bisschen länger als die anderen Seiten. Das kann man aber ganz einfach abschneiden. Das habe ich jetzt nur noch nicht gemacht. Es sieht dann so aus quasi im Regal. Ne? Sieht man, dass es ein bisschen absteht. Finde ich nicht so schlimm. Also quasi nicht viel dran. Falls euch das stört, tut es mir leid. Aber ja, vielleicht freut sich jemand drüber, der das schon immer mal haben wollte. So, Moment. Genau. Dann ein Buch. Ich werde jetzt gleich verkloppt dafür, dass ich es abgebe. Es tut mir so leid. Vanessa, hasst mich bitte nicht. Aber ich werde diese Reihe nicht fortsetzen, weil mich der erste Teil nicht genug umgehauen hat, um weiterzulesen. Und ich habe lange und darüber nachgedacht und mich jetzt dafür entschieden, es sein zu lassen. Aber es gibt genug Fans der Reihe, deswegen. Ich habe trotzdem Angst, dass ich jetzt hier mega eine Hasswelle bekomme. Tut mir leid, nicht alles ist für jeden was. Und vielleicht gibt es dafür jemanden, der sich umso mehr darüber freut. Und zwar Night School, Band 1, Du darfst keinem trauen, von C.G. Doughty. Das hat ein bisschen Abnutzungserscheinungen. Ne? Ich sehe das vielleicht, dass hier oben der Rand so ausgefranst ist. Und ja, hier überall ist es so. Aber ansonsten hat es nichts. Es ist nur am Schutzumschlag sehr, sehr ausgefranst teilweise. Dafür will ich auch nicht viel Geld haben. Es hat aber sonst gar nichts. Also eigentlich, ja, mal gucken, was ich dafür verlange. Ihr seht es ja eingeblendet. Genau, das hier ist ja ein Jugendbuch, wo es um ein geheimnisvolles Internat geht und um ein Mädchen, was auf dieses Internat geht. Also sie kommt dorthin, sie kennt dort keinen und es ist ein Elite-Internat und alle sind eigentlich sehr nett zu ihr und plötzlich ja, geschehen seltsame Dinge und immer merkwürdigere Dinge und ja, das ist nur der erste Teil von 5 Teilen. Viel kann ich dazu auch nicht sagen, ohne zu spoilern, vor allem, weil ich den Rest der Serie nicht kenne, aber das ist der erste Band. Falls euch das interessiert, dann schreibt mir gerne ein Hardcover. Wie gesagt, der Schutzumschlag ist halt ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Aber auch nicht so, dass es katastrophal wäre. Und ich habe gehört, die meisten lesen die Bücher ohne Schutzumschlag. Im Buch, wie ihr seht, im Regal sieht es immer noch ordentlich aus. Also ja. Genau. Dann muss ich das mal hier oben hinlegen. So, genau. Dann 2 Bücher, die zusammengehören, die ich, wenn es geht, auch nur zusammen verkaufe. Falls ihr. Oh, jetzt bin ich unscharf. Ja, falls ihr nur eins davon haben wollt, können wir drüber verhandeln. Ich glaube sowieso nicht, dass ich viele Angebote kriege, auch wenn ich es hoffe, weil die in richtig gutem Zustand sind und ich sie so gerne lesen würde, aber ich komme nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu und ich habe keinen Platz mehr, sie zu lagern. Und zwar sind es Düsteres Verlangen und, Moment, wie mache ich das? So. Ein dunkler Wille von Kenneth Opel. Diese beiden Bücher. Der erste und der zweite Teil, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Dilogie, einer Dilogie jedenfalls. Und hier geht es um Frankenstein. Also das hier ist die Geschichte der Brüder Frankenstein. Es ist ein Jugendbuch. Es ist mein Halloween-Dilogie, die ich nicht geschafft habe, leider. Ich fühle mich ein bisschen schlecht deswegen, aber naja. Und ja, hier geht es also um die Brüder Frankenstein und darum, wie es zur Geschichte von Frankensteins Monster gekommen ist. Die Hintergründe, warum. Warte mal, ist das hier der zweite? Oder der erste? Nein, genau. Also es geht hier um 2 Brüder, um ihre unendliche brüderliche Liebe zueinander und ja, darum,
dass der eine krank wird und der andere dann alles tut, um seinem Bruder zu helfen. Und das führt dann eben zur Geschichte von Frankenstein. Genau, es finde ich, klingt sehr, sehr spannend. Die sehen auch wahnsinnig toll aus, da ist auch nichts dran. Überhaupt nichts, die sehen aus wie neu. Ich habe sie nicht gelesen, da ist nichts mit passiert. Also, falls ihr die haben wollt, würde mich das sehr, sehr freuen. Genau. Oh, wohin damit? Wohin? Oh. Okay. Genau. Das hier habe ich ja schon. Hat sich eins eingemogelt, was ich schon vorgestellt hatte. Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar. Und zwar 13 ist mein Glücksbringer von Jennifer E. Smith. Hier geht es um eine Jugend-Teenager-Liebesgeschichte. Und zwar um ein Mädchen, das schon sehr lange in ihren besten Freund verliebt ist. Und dann gewinnt er im Lotto. Und das ändert alles. Nicht nur ändert es ihn sehr, sondern auch sie muss sich dann irgendwie fragen, ja, was macht er jetzt mit dem Geld? Wie geht er damit um? Und wie geht sie damit um, wie er damit umgeht, sozusagen? Und es ist ein bisschen Familiengeschichte, ein bisschen Jugendbuch, ein bisschen Liebesgeschichte. Es hat so alles so mit drin. Ist aus dem HarperCollins Verlag. Ja, genau. Da ist nichts dran sonst. Ich überlege gerade, hat das. Nee. Gar nichts dran. Ist ein Rezensionsexemplar. Also, wer das haben will, der bekommt es so gerne zugeschickt. Schreibt mir einfach rechtzeitig eine E-Mail und dann bekommt ihr es. Dazu habe ich übrigens eine Rezension gemacht, die kann ich euch gerne noch verlinken, falls euch das näher interessiert. Dann habe ich noch ein Mängelexemplar. Oh, das ist hier ein bisschen dreckig. Wische ich gleich noch sauber, tut mir sehr leid. Das geht aber ganz leicht ab. Und zwar Der Wolf von John Katzenbach. Das hier ist ein Psychothriller, wo es um einen Mann geht, der sich selbst als den bösen Wolf bezeichnet und der drei Frauen mit roten Haaren auswählt. Weil er Rotkäppchen sehr mag und er möchte das Ganze aufschreiben. Er zeichnet quasi auf, wie er diese Frauen jagt und wie er ihr persönlicher Albtraum werden möchte. Eben inspiriert von Rotkäppchen und der Wolf. Und ja, ich habe es gelesen, ich habe es abgebrochen, aber vielleicht ist es für wen anders was und deswegen möchte ich es jetzt gerne weitergeben. Es ist ein Mängelexemplar, es hat hinten so Stanzer drauf, könnt ihr das sehen? Die sich auch ein bisschen durchdrücken, aber nicht ganz bis zum Schluss des Buches. Dann außerdem den Mängelexemplar-Stempel oben. Und ja, das war's. Hat keine anderen Mängel außer diese. Genau, also falls euch das interessiert, dann schreibt mir gerne. Ist es jetzt zu kurz? Ich weiß gar nicht, ob ich genug gesagt habe. Dann habe ich noch ein weiteres Buch, was ebenfalls ein Rezensionsexemplar ist. Also das bekommt ihr auch einfach so zugeschickt, falls euch das interessiert. Und zwar Forgotten Girl von Eva Maria Silver. Das ist ein Thriller basierend auf einem wahren Fall, der so passiert ist, der natürlich von der Autorin dann weitergesponnen wurde. Und zwar geht es hier um Jugendliche, ich glaube fünf Jugendliche insgesamt, ja, die zusammen zelten gehen an Karfreitag. Und am nächsten Morgen sind drei von ihnen tot. Und von den beiden Überlebenden ja, kann man nicht viel erwarten, denn die wissen fast nichts mehr von all dem. Die haben eigentlich keine Erinnerung daran und jetzt geht es halt darum, dass die Ermittler rausfinden, wer das Ganze, ja, was ist da passiert? Warum sind plötzlich da zugerichtete Leichen? Und ja, natürlich wollen die Jugendlichen sich auch gerne erinnern. Es ist ein ganz kurzer, sehr kurzlebiger, spannender Thriller. Also falls ihr da Lust drauf habt, dann schreibt mir gerne. Das hier ist ein Rätsel-Exemplar und wird euch deswegen einfach so überlassen, den es interessiert. Genau. Und dann habe ich noch ein letztes Buch, ebenfalls ein Rezensionsexemplar, was ihr einfach so abstauben könnt, wenn ihr wollt. Genau. Und zwar Im Turm von Josiah Bancroft. Das hier ist ein Roman. Ich weiß nicht genau, welches Genre. Es könnte so ein bisschen Fantasy sein, so ein bisschen was anderes. Ich kann es euch nicht genau sagen. Wo es um einen Mann geht, der mit seiner Frau zur Hochzeitsreise fährt und sie fahren zum Turm von Babel. Das ist dieser hier. Und der Turm von Babel hat sehr viele Schichten und ist sehr, ja, ist eins der Weltwunder, glaube ich sogar. Und sie vereinbaren dann, dass sie sich im Turm auf einer bestimmten Ebene treffen, falls sie sich verlieren sollten. Sie gehen nicht davon aus, aber man muss ja immer einen Notfalltreffen, Treffpunkt vereinbaren. Und dann verlieren sie sich komplett aus den Augen und jetzt muss er den Turm besteigen, um seine Frau wiederzufinden. Es ist also eigentlich eine lange, lange Reihe von Suchvorgängen quasi, weil er seine Frau, was ist los mit mir? Seine Frau sucht so. Und das hier ist der erste von drei Teilen. Im Englischen sind die auch, glaube ich, schon erschienen. Im Deutschen gibt es bisher nur diesen hier. Der ist dieses Jahr neu erschienen. Ich habe auch dazu eine Rezension gemacht. Alle Links findet ihr in der Infobox und in den Infokarten hier oben. Und falls euch das interessiert, klickt gerne rein. Die ist auch spoilerfrei. Und falls das was für euch ist, das ist ein sehr spezielles Buch, was sehr, sehr gut geschrieben ist an sich, was aber so ein bisschen Odyssee
Mit so ein paar grotesken Momenten, mit ein bisschen Steampunk-Elementen am Ende. Und ja, es ist halt eine große Suche nach seiner Frau im Endeffekt durch diesen Turm. Und falls euch das interessiert, dann sagt mir Bescheid. Genau, das war's. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Mehr Bücher gibt es erstmal nicht. Das waren ja auch genug. Falls euch davon was interessiert, dann schreibt mir bitte eine E-Mail und dann hoffe ich, dass mindestens ein paar davon wegkommen, denn ich habe wirklich keinen Platz, die zu lagern und wir haben nicht mehr so bald Flohmarkt bei uns. Deswegen, ja, hoffe ich sehr, dass hier ein bisschen was wegkommt und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!